Hallo, ich bin Mel und das sind die Icarus News. Wir haben diese Woche beim Update eine neue Kreatur ins Spiel gekriegt, einen neuen Gegner im Lavagebiet. Es handelt sich um den Inari, der sehr stark verwandt ist mit dem Iskzi vom Sumpfgebiet. Wir werden uns die zwei Tiere mal anschauen, sie auch vergleichen und schauen, wo man den Inari findet. Heute sind die News ein bisschen mit Verspätung rausgekommen, weil ich sehr große Mühe hatte, dieses Tier zu finden. Ich bin circa 3 Stunden im Lavagebiet rumgelaufen und habe zwar einen Lizit gefunden beim Ausgang Richtung Sumpfgebiet, aber keinen Inari. Abends bin ich dann mit Chris noch schauen gegangen. Danke, Chris, dafür, dass du mich begleitet hast. Er kennt sich im Lavagebiet definitiv besser aus wie ich und hat auch eine deutlich bessere Orientierung. Und wir sind dann auch nach einiger Zeit Laufen fündig geworden. Aber jetzt zu den Fakten. Das hier ist ein Wixit, der vom Sumpfgebiet stammt. Er hat eine grün-blaue graue Farbe und eine sehr markante grüne Schleimspur. Wie ihr seht, ist er sehr angriffslustig und verfolgt einem sogar bis ins Lavagebiet, wenn es sein muss, was ihm aber nicht wirklich viel geholfen hat. Das hier ist der neue Inari. Von der Farbe her ein bisschen anders, eher rötlich, zwischen orange und dunkelrot, je nach Ort. Und wie ihr seht, hat er eine rot-orange Schleimspur. Wenn man über die orange-rote Schleimspur vom Inari rüberläuft, kriegt man nicht nur eine Verlangsamung, sondern fängt auch an zu brennen. Bei seinem Verwandten ist es ja so, dass die grüne Schleimspur nur Verlangsamung macht. Ich konnte außer der Farbe und der Schleimspur keine groß weiteren Unterschiede zwischen den zwei feststellen. Sie sind beide sehr angriffslustig, haben beide in etwa dieselbe Stärke und sind beide in etwa gleich zu erlegen. Da fand ich die Skorpione, die arktischen Skorpione, die reingekommen sind im Eisgebiet, deutlich schlimmer. Wie man sieht, hat man auch, wenn man den Inari häutet, dieselben Ressourcen wie auch beim Wixi. Also auch da kein Unterschied. Wenn man ihn mit dem Tierpräparationsmesser häutet, kriegt man auch einen Kopf und kann dann damit auch eine Trophäe machen. Binden tut man ihn hier im Gebiet bei N3, O3, N4, O4, O5. Dort so circa in dem Gebiet befindet sich der Inari. Im restlichen Lavagebiet gibt es, so wie ich festgestellt habe, keine. Um dann die Trophäe an der Trophäenwerkbank herzustellen, braucht man den Kopf von dem Inari und 30 veredeltes Holz. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr einen Kopf von einem Inari haben möchtet und extra dafür losgeht, würde ich euch empfehlen, den Xenon-Rucksack mitzunehmen. Dann braucht ihr kein Tierpräparationsmesser und bekommt automatisch einen Kopf. Den Xenon-Rucksack habe ich bei Woche 100 in den News vorgestellt. Für die Leute, die es nicht gesehen haben und Interesse haben, werde ich es am Ende dieser News verlinken. Aber jetzt zu der Trophäe. So sieht sie aus. Ich muss sagen, ich finde sie sehr gelungen und sehr detailliert, obwohl ich nicht unbedingt Fan davon bin, tote Tiere an die Wand zu machen. Und trotzdem finde ich ihn sehr detailliert gemacht und es sieht sehr interessant aus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Suchen und Finden von einem Inari. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mel.